So. Chihaya, hey. Du hast mich verarscht. Hey! Familien Chihaya nach dem Heiligen Stein. Hm? Wir hatten gerade einen Kunden. Wir scheinen über den Heiligen Stein zu reden. Willst du sie belauschen? Ja, klar. Ich habe früher keinen Käse gemacht, jetzt schmeckt er mir. Ja, es kommt halt echt drauf an. Ne? Also, ich sag mal so als Beispiel. Bei Mc's. Cheeseburger geht nicht, weil ich durch den Käse nicht genug vom restlichen Burger schmecke. Andere Burger, wo Käse drauf ist, kein Problem. Ja, aber ja, ein normaler Cheeseburger bei Mc's geht nicht. Schmeckt mir nicht. Lieber nehme ich mir einen normalen Hamburger. Solche Sachen. Ja. Ofenkäse. Ofenkäse mit einem ordentlich leckeren Brot. Super. Perfekt. Wie geht deine Heilung voran? Mir geht es gut. Es ist sowieso meine Schuld, das hat ich ja gesagt. Er sagt, er will mich nicht schlagen, aber ich mache ihn so wütend. Du solltest ihn verlassen. Es wird nur noch schlimmer werden. Aber er hat außer mir niemanden. Wenn ich gehe, wie soll er dann überleben? Bitte, gibt es keinen anderen Weg? Fragen wir die Karten. O göttliche Macht, zeige mir ihr Schicksal. Ja, ich habe alles gesehen. Dein Freund umwehnt eine dunkle Aura. Sein Herz ist von einem Dämon besessen. Manchmal verbirgt dieser Dämon sich, doch wenn er zuschlägt, dann bringt er großes Leid. Was für Leid? Du kommst schwer verletzt ins Krankenhaus und er wird wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Was? Krankenhaus? Verhaftet? Ich wusste, ich hätte Julia verbieten sollen, meinen heiligen Stein wegzuwerfen. Er hat gesagt, ich soll kein Geld für dumme Steine rauswerfen, sondern es ihm geben. Das ist meine Strafe, weil ich ihn nicht daran gehindert habe, oder? Ich kaufe dir einen neuen ab. Was? Du willst noch einen? Mein nächster Stein muss noch größer sein. Ich habe nicht viel Geld, aber du hast gesagt, ich kann ihn bis zu 36 Raten zahlen, oder? Ehrlich gesagt, glaube ich, es ist am besten, wenn du dich von ihm trennst. Ich kann Julia nicht im Stich lassen. For real? Sie glaubt wirklich, ihr Freund hört auf, sie zu misshandeln, wenn sie einen heiligen Stein hat? Das kann doch unmöglich stimmen, oder? Das ist nur Steinsalz. Ja, unser Job wäre viel leichter, wenn man Herzen einfach mit einem heiligen Stein ändern könnte. Chihaya kann wirklich irgendwie wahrsagen, aber das mit dem Stein ist Unfug. Hey, Akira, verändern wir doch das Herz von diesem Julia. Ich meine, er misshandelt die Frau, oder? Die Phantomliebe können sie retten. Miaut er etwas? What? Ich habe früher keine Kinder gemocht, jetzt schmeckt es mir. Ja, ich mag auch Kinder mit viel Ketchup. Hey, hast du uns belauscht? Das gehört sich aber nicht. Der Stein wird ihr nicht helfen. Das stimmt nicht. Weißt du, manch einem Schicksal in dieser Welt kann man nicht entkommen. Der Dämon im Herzen deines Freundes kann mit normalen menschlichen Methoden nicht verbannt werden. Das Schicksal ist absolut. Aber du könntest den Zorn des Dämons mit einem neuen Stein vielleicht etwas zügeln. Ich weiß nicht genau, wer du bist, aber kennst du doch einen anderen Weg, wie ich dieses Problem angehen kann? Wie heißt dein Freund? Huh? Er heißt Yuya Uchimura. Warum willst du das wissen? Was hast du denn vor? Ja, was willst du mit dieser kleinen Information groß ändern? Ich werde das Schicksal verändern. Was? Du glaubst wirklich, dass du etwas tun kannst? Ich vertraue dir. Wie bitte? Es fühlt sich an, als würde er die Wahrheit sagen. Außerdem hat Julia mein ganzes Geld. Er zahlt es mir irgendwann zurück. Aber erst einmal setze ich lieber auf diesen einen Jungen statt auf 36 Raten für einen heiligen Stein. Was? Du, was erlaubst du dir eigentlich?
Wenn du mit diesen Verleumdungen nicht aufhörst, wird die göttliche Macht dich bestrafen. Hm? Du wirkst so selbstzufrieden. Hm. Ich habe alles gesehen. Eine Vision, wie du am Boden liegst und winselst. Das Schicksal lässt sich nicht verändern und das beweise ich dir. Wenn diese Frau ihren Freund nicht verlässt, wird sie innerhalb eines Jahres schwer verwundet. Wenn du wirklich glaubst, du kannst ihr Schicksal verändern, dann versuch es. Aber wenn du deinen Fehler erkennst, komm zurück und lass die wahre Expertin ihre Arbeit tun. Ich werde sie retten, mit einem heiligen Stein. Also, sind wir dann fertig? Ich bin viel zu beschäftigt für so etwas. Damit haben wir eine neue Anfrage. Tja, das heißt wohl, wir müssen nach Mementos. Na, wir haben einen Sitzplatz gekriegt. Warum liest du nicht ein bisschen, bis wir da sind? Ja, zum Beispiel Schnellleser. Techniken zum Schnelllesen hilft, deine Lesegeschwindigkeit zu erhöhen. Perfektes Buch. Stimmt ja, war ja leer. Konzentriere dich einzeln auf die Augen und das Gehirn. Deine Leistungsfähigkeit... Oh, der Ansatz ist sehr wissenschaftlich. Zum Glück gibt es auch noch Bilder. Tja. Du hast also Schnellleser zu Ende gelesen. Du hast mittendrin angefangen, schneller zu blättern. Ich dachte, du würdest Zeilen überspringen. Man sieht dir regelrecht an, dass du jetzt effizienter lesen kannst. Deine Lesegeschwindigkeit hat sich erhöht. Du kannst jetzt doppelt so schnell lesen und doppelt so viel Stoff aufnehmen. Ja. Na, wir sind fast da. Ich würde sagen, du hast deine Zeit effizient genutzt. Mhm. Jo, würde ich auch sagen. Dies finde ich ebenfalls. Hey. Ihr könnt den Missbrauch doch nicht einfach ignorieren. Das Ziel sollte in Mementos sein. Kümmern wir uns darum. Noch nicht. Noch nicht. Maruki, warum? Was braucht ihr für Maruki? Fachgebäude. Was braucht ich hier nochmal? Hey, na. Du bist es. Bla bla. Oh, er hat einfach keine Zeit. Okay. Wir haben einfach zu viel Zeit schon mit ihm verbracht. Gut. Das ist ein guter Grund, nicht mit ihm reden zu können. Dann gehen wir mal zu An. An ist im Einkaufszentrum. Genau. Hallöchen, meine Beste. Jetzt müssen wir wohl warten. Ich bin echt so gespannt. Ach, neulich habe ich wieder Shiro besucht. Seitdem habe ich viel nachgedacht. Hast du Zeit zum Reden? Ja. Haben wir. Mit Yapping. Danke. Ist der denn okay für dich? Ja klar, immer. Mit einem hübschen Mädel was essen gehen ist doch super. Ich habe Shio erzählt, was beim Fototermin mit Mika passiert ist. Weißt du, wie sie reagierte? Sie lachte und meinte, Mika sei ziemlich gerissen. Um ehrlich zu sein, das tat ganz gut. Ich bin nicht einmal mehr wütend. Lachen tut so gut, besonders wenn jemand Vertrautes über dich lacht. Wenn jemand vertraut ist, ist ja... Da hast du wohl recht. Es würde mich nur wütender machen, wenn es jemand Fremdes wäre. Food. Ja. Und Girls. Food und Girls. Gute Kombination. Sehr gute Kombination. Doch auch wenn ich mein Herz kräftigen will, ist das Shio, die wahre Kraft besitzt. Hey. Ich war neulich bei einer ihrer Reha-Sitzungen. Sie wollte, dass ich dabei bin. Also sagte ich einfach ja, ohne nachzudenken. Es war ziemlich erdrückend. Hatte sie Schmerzen? Ja, es war viel härter, als ich mir vorgestellt hatte. Schrecklich. Sie war schweißgebadet, bis die Zähne zusammen. Es war äußerst schmerzhaft für sie. Anscheinend kann sie nicht einmal die Füße bewegen. Sie meinte, ihre Beine fühlen sich stumpf an. Aber sie schleppte sich vorwärts mit angeschwollenen Beinen.
Ich wollte nur, dass es aufhört. Hinterher war sie tränenüberströmt. Es war so hart für sie. Sie wollte aufgeben. Darum bat sie mich zu kommen, um sie zu motivieren. Sie beklagte sich ununterbrochen. Das kannte ich so nicht von ihr. Aber trotz allem bewältigte sie ihre Sitzung. Warum weine ich? Ich muss das nicht durchmachen. Ist es, weil ich schwach bin? Du weinst aus Mitgefühl. Da liegst du falsch. Trotz all ihrer Schmerzen war Shiho so cool. Ich fand, sie war sogar schön dabei. Trotz all ihrer Klagen strengte sie sich so sehr an. Stärke bedeutet mehr, als die Fassung zu bewahren. Es heißt auch, schweres Elend zu überwinden. Also dachte ich darüber nach, wie ich Shio helfen kann. Zeig ihr deine eigene Kraft. Meine Kraft? Ja, das werde ich tun. Ich werde alles geben. Weißt du, Akira, wenn ich bei dir bin, sehe ich die Dinge klarer. Meine Ziele, was wahre Kraft bedeutet. Danke für das alles. Na klar, Ans Motivation explodiert. Harrison Heilung, yay. Jetzt haben wir sie auch bei An. Das werde ich nicht vorlesen, sonst reagiert das dumme Ding wirklich. Meine Nase läuft. Warum siehst du mich so an? Hübschen Mädchen läuft auch mal die Nase, weißt du? Da hat sie recht. Also, bis dann. Oh, ich bin's. Danke für vorhin. Es hat mich beruhigt, mit dir über alles zu sprechen. Ich werde mein Bestes geben, um Shiho zu helfen. Auf meine eigene Weise. Vielleicht wird unsere Freundschaft nicht mehr ganz so sein wie früher. Aber jetzt, wo ich sie habe weinen sehen, muss ich einfach etwas für sie tun. Ich feuer dich an. Danke. Ich kann mich schließlich nicht von ihr abhängen lassen. Eines Tages bin ich cool und stark, so wie Shiho. Du wirst schon sehen. Uff, fühlt sich gut an, endlich mal alles loszuwerden. Du bist ein guter Zuhörer, Akira. Ich hoffe, ich kann bei der Sache auf dich zählen. Okay, ciao. Ja. Ach, An. You're back. Sie ist schon cool. Die Frist ist morgen. Klappt das? Die Bilder sind weg. Er kann uns nicht mehr erpressen. Jedenfalls werden wir keine Shiro glauben können. Sag nicht so was Beängstigendes. Wir können uns noch nicht entspannen. Vielleicht wird er noch aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Nicht jetzt. Außer wir haben eindeutige Beweise wie ein Geständnis. Alles wird gut. Stimmt, es scheint sich etwas zu bewegen. Meine Schwester hat mir getextet, dass sie heute nicht nach Hause kommt. Vielleicht hat die Polizei den Durchbruch geschafft. Oh, heißt das, es ist wirklich passiert? Das Timing ist perfekt. Hoffen wir einfach auf das Beste. Ich bleib die ganze Nacht wach und sehe Nachrichten, um es herauszufinden. Mach das, wenn du willst. So, Kawakami. Finde ich eine gute Idee. Hifumi können wir eh noch nicht. Wahrsagerin können wir auch nicht. Wir könnten auch zu Mishima. Nee, Kawakami ist interessanter aktuell. Rufen wir den Service an. Danke für den Anruf. Ich höre allein die... Ach, du bist es nur. Weißt du, Shibuya soll in letzter Zeit immer gefährlicher werden. Du musst auf dem Weg zur Schule durch die Gegend... oder? Mach keine Umwege, ja? Meister, hast du Hunger? Wir bieten jetzt Sonderdienste wie Maid-Kochen und Maid-Zeit an. Mit der Anforderungsgebühr kostet es nur 5000 Yen. Das ist ein Schnäppchen. Ja. Wir können Kawakami näher kommen. Meine Bindung zu Kawakami wird auch bald stärker werden. Es kostet 5000 Yen. Willst du Kawakami trotzdem rufen? Ja, klar. Ich meine, 5000 Yen, das sind was 40 Euro. Für einen Maid-Service? Mit unserer Lehrerin?
Wie? Ernsthaft? Ich meine, danke, dass du mich anforderst. Dann warte bitte auf mich, Meister. Hoffentlich hast du Appetit. Yo. Master. Haben die Maid-Kochkünste und mit der Zeit Maid-Verbringdienste dir heute gut zugesagt? Diese hochwertigen Instant-Nudeln sind schon lecker, oder? Instant-Nudeln, Kochdienst. Hm, merkt er was? Kann ich eine andere Maid buchen? Ja, das stimmt. Ich brauchte Punkte. Ich dachte, du würdest mir dazu stimmen, Meister. Naja, das ist eigentlich ziemlich kompliziert. Man muss das heiße Wasser einmal ablassen und die Soßenpackung zum Wärmen auf den Deckel legen. Hm. Wenn du dich beschweren willst, dann buche mich nicht mehr. Außerdem hatte ich dich schon gewarnt. Warum hast du mich wieder angefordert? Ich wollte dich sehen. Bist du sicher, dass das der wahre Grund ist? Naja, ich verdiene dadurch Geld, deswegen sollte ich mich wohl besser nicht beschweren. Ich bin so müde. Wir hatten neulich eine Lehrerkonferenz. Warum müssen die immer so lange dauern? FBI, open up! Jeez. Die Schüler sind seit einiger Zeit ziemlich unruhig wegen der Phantomdiebe. Die Lehrer sind sich nicht einig, was wegen ihnen oder den Phantomdieben unternommen werden soll. Ich wünschte, sie würden mal mehr über unsere Prämien sprechen. Wahrscheinlich werden unsere Gehälter sogar gekürzt. Das macht mich einfach fertig. Ich werde dich öfter buchen. Wirklich? Ich werde dich mit meiner gesamten Kraft weiterhin bedienen, Meister. Wenn ich nicht noch mehr Schichten übernehme, komme ich in Schwierigkeiten. Hallo? What? Was? Wie viel? Ich kann nicht... Ja, aber... Das stimmt. Sicher. Ja, ich verstehe. Ja, dafür bin ich immer noch verantwortlich. Oh, hast du das etwa gehört? Ich bin bei den Arztrechnungen meiner Schwester im Rückstand. Ist das alles so teuer? Irgendeine unheilbare Krankheit. Deswegen gibt es unzählige Gebühren und Aufschläge. Es würde mir wirklich helfen, wenn du mich öfter buchen könntest. Oh, vergiss nicht, ich darf mich nicht auf dich verlassen. Du bist mein Schüler. Vergiss es. Ich darf mich nicht auf dich verlassen. Du bist mein Schüler. Was soll ich noch machen? Ich sollte mich auf den Weg machen. Melde dich ruhig bei mir, wenn wieder geputzt werden muss. Das geht auch ohne die Agentur. Ich wohne ganz in der Nähe, also kann ich jederzeit kommen, wenn du mich brauchst. Ohne deine Eltern hast du wohl nie gelernt, dir etwas zu kochen oder die Wäsche zu machen. Oh, und sollten deine Freunde unangekündigt vorbeikommen, hau ich durch die Hintertür ab. Spüre Kawakamis Güte. Hey! Hauswirtschaft! Du kannst Kawakami Kaffee kochen oder Wäsche waschen lassen. Yes! Sehr schön. Du kannst jetzt Kawakami anheuern, dir zu Hause mit dem Aufbringen von Kaffee oder der Wäsche zu helfen. Mit ihrer Hilfe sparst du Zeit. So sollte das eigentlich nicht ablaufen. Ich muss meinen Chef um mehr Schichten bitten. Ich muss öfter gebucht werden. Good night. Gute Nacht. Oh, ist das der Meister? Danke, dass du unseren Service nutzt. War mein Essen nicht köstlich? Könntest du schmecken, wie viel Liebe ich hineingesteckt habe? Aber du kannst nicht nur Fertignudeln essen, oder? Du brauchst eine ausgewogene Ernährung. Vielleicht kannst du nächstes Mal lieber etwas von meinem hausgemachten Essen probieren? Aber im Ernst, du bist noch jung, also musst du wirklich vernünftig essen. Ich werde hart daran arbeiten. Ich hoffe, dass deine harte Arbeit auch zu Fortschritten führt. Naja, okay. Gib dein Allerbestes. Außerdem, Katze sagt wieder, dass du zu müde bist und nichts machen darfst. Ich weiß, dass das alles nur herumgealbert ist, aber du musst dich wirklich gesund ernähren, okay? Wenn man bedenkt, wie viel Geld du für mich ausgibst, müsstest du genug für vernünftiges Essen haben. Ich hoffe, du fragst irgendwann wieder an. Ciao!
Ich habe definitiv genug Geld für vernünftiges Essen, danke. Oh, da kommt das FBI. Hm. All diese Polizeiautos. Ist irgendwas passiert? Sieht aus, als würden sie die Umgebung absuchen. Hm. Nach einer psychotischen Störung? Ich komme darauf echt nicht klar. Hat irgendwas mit den Postern zu tun? Hat es irgendwas mit den Postern zu tun, die wir gesehen haben? Haben sie die Phantomdiebe verhaftet? Das war's, Kawakami. Ab in den Knast. Nee, das war natürlich für Kaneshiro und seine Mafia-Bande und so.